Herzlich willkommen zur 5. Auflage des Segelkriteriums des Kanu-Club Hanseat, der internationalen Vereinsmeisterschaft im Kanusegeln. Als Novum haben sich in diesem Jahr ein großer Teil der Teilnehmenden am Abend vor der Regatta im KCH getroffen, um Technik bei Wurst und Bier zu begutachten. Auch die Favoriten sind dadurch nachdenklich geworden. Ja, es wird hart. Wie sind die Aussichten auf dieses Rennen heute? Gemischt. Die Konkurrenz ist stark. Aha. Wir haben neue Boote am Start, die sind breiter, ja. Die sind länger und die haben mehr Segelfläche. Aha. Ich fühle mich wie David gegen Goliath. Welche Rolle wird das Wetter heute spielen? Gut oder eher nicht so gut? Es wird unglaublich böig und ich hoffe, dass ich mit meinem kleinen wendigen Boot in großen Schnippchen schlagen kann. What do you expect from the race today? I expect Axel to win. No, I saw the videos on YouTube, so I think there will be a lot of boats, a lot of different types of boats, different sails, people with umbrellas sailing, people paddling. Yeah. I expect a lot of rain, but I think it will be good, it will be fun. In diesem Jahr konnten sogar erstmals verschiedene Jubiläums-T-Shirts erworben werden. Das gibt es nur 3 Stück von überhaupt auf der ganzen großen Welt. Schweizer Freund, wunderbar. Grüß dich, Jan, hallo. Hallo. Servus, schön, dass du da bist. Ja, ne, du erst. Hol meine Messe an, hol mein Paddel. Mit großem Hallo werden alle Teilnehmer, die vom KCA aus starten, begrüßt und die Boote werden zu Wasser gelassen. Whitbread-Segler Martin stellt den Mast und nimmt noch Optimierungen am Trim vor. Und nächstes Jahr kommt das Seitenschwert. Oh, war ja. Heute brauchen wir aber eins, oder? Ah. Angelika vom Amazonenteam stellt ihre neue Kuhkleidung vor. Oh, mal gucken, ob sie reinpasst. Meine Kuh ist vollzählig. Ja? Ja. Andrea ist oben und zieht sich gerade an und wartet auf dich. Man beachte die unterschiedlich abgestimmte Auswahl der Damenunterbekleidung der Crew. Irgendwie hat es Rudolf vom Beach Catering Service geschafft, auf das Amazonenboot zu kommen. Toi, toi, toi. Bei norddeutschem Kaiserwetter geht es endlich los. Wie in jedem Jahr bietet der Schleusenvorgang in Kusil noch einmal die Gelegenheit, den Gegner in ein Gespräch zu verwickeln und zu verunsichern. Die Stimmung ist großartig. Fünf Jahre Segelkriterium, Zeit für einen kleinen Rückblick. Vor 5 Jahren spielten der Islamische Staat sowie Pegida noch keine Rolle. Aber Griechenland war damals schon pleite. Aus einer Kanu-Segelregatta mit 6 teilnehmenden Booten ist der größte Segelevent für traditionelle Kanus im deutschsprachigen Raum geworden und zieht Teilnehmer aus den USA, der Schweiz und den Niederlanden an. Waren die Regatten in den vorangegangenen Jahren von schwachen bis mäßigen Winden gekennzeichnet und der daraus resultierenden ständigen Vergrößerung der Segelflächen, um die Wettbewerbsfähigkeit zu erhalten, scheint in diesem Jahr alles anderes zu werden. Aufgrund der Wind- und Seegangsverhältnisse haben die Fähren von und nach Helgoland bereits ihren Dienst eingestellt. Es wird spannend werden. Axel und Co.'s im neuen Artemis-Kanu. Die Gedönsbrüder mit neu gebautem Rigg und Segel. Der Halbtonner mit Peer und Stefan in voller Fahrt. Hermann mit dem einzigen Vierer im Feld.
der Unisee, Schicksalsmeer, der Segelkanuten. Selbst die Ente merkt, dass hier etwas Besonderes passiert und sie wohl besser Platz macht. Marc ist wie in jedem Jahr etwas spät dran mit dem Aufbau. Hast du die Bauanleitung mit? Die Bauanleitung habe ich nicht dabei, aber ich habe dafür ganz viele Kabelbinder. Das ist ja, neben der Spackschraube ist das ja eine der größten Erfindungen des Netzes. Die Boote werden in den Unisee umgesetzt und hier treffen wir uns mit unseren Ballerfreunden und denjenigen, die direkt mit dem Auto angereist sind. Platz da! Jetzt sind wir dabei. Schuppi holt noch unbekannte Teile aus dem Keller. Die Regatta-Besprechung steht nun unmittelbar bevor. Die Kleine sind da. Okay, du kannst mal um die Ecke gucken, ob wir hinten, ob wir stehen. Wo sind die also da gelaufen? Wo ist denn meine Frau zum Beispiel? Marc sitzt dann, er baut sein Boot zusammen. Ja, ich muss auch noch bauen, ich bin noch nicht fertig. Ja, die können doch. Schön, dass ihr alle da seid. So viele waren wir ja noch nie. Ist da schon was umgefallen? Nein, läuft weiter. Herzlich willkommen auch im Namen des Vorstands zur KCH. Wir freuen uns, dass das mittlerweile so riesige Kreise gezogen hat und ganz beeindruckend. Ich rede nicht ganz so viel, denn du wolltest ja noch was sagen. Zuallererst möchte ich auf die kürzlich wiederentdeckte Ewald-Luckner-Regel hinweisen. Ewald Luckner war ja ein begnadeter Wettkampforganisator. Und diese Regel besagt, für Ort und Zeit ist die Regattaleitung zuständig und für das Wetter die Teilnehmer. Ich mache es kürzer, ich sage euch gleich, wo es lang geht. Also für die, die das schon mal mitgemacht haben, so wie immer. Bravo! Den anderen sagen wir das gar nicht. Also hinterherfahren. Nein, wir sind da fairer. Und zwar, Start ist hier vorne, wann, sage ich euch gleich noch. Das vom DLAG ist so ein Haus und daneben ist Strand. Der Strand ist Ziel. Start ist, das ist ein Zaun, die Verlängerung vom Zaun ist die Startlinie. Wir bringen ja keine Tonnen aus, wir machen das so. Marc scheint beim Zusammenbau entscheidende Teile vergessen zu haben. Man ahnt nun auch, warum die Helgoland-Fähren nicht mehr fahren. Dabei ist der Unisee relativ geschützt. Alle versuchen sich vor dem Start auf die vorherrschenden Windbedingungen einzurichten und einige Trimschläge zu fahren. Zunächst sind alle noch waghalsig und versuchen ihr Glück ungerefft. Ja, genial. Hier ist eine Innovationsdichte. Das ist sagenhaft. Wir sind ja auch in der Nähe der Universität hier. Ja. Großer, wunderbar. Bei den Paddlern. Faltboote mit zwei Segeln, zwei Ausleger. Alles, was wir hier haben. Ein seltenes, aber hochinteressantes Boot. Eine gulpgetakelte Hulk. Man beachte die computerberechnete Mastkrümmung in Form eines Rosenbogens. Optisch deutlich weniger hermachen, aber effizienter, die Boote der Faltbootfreunde aus Dresden. Hier wird Wind einfach in Vortrieb umgesetzt. Schuppi und Stefan erwischt es in einer Böe noch vor dem Regattastart. Dies ist offenbar eine Warnung an das restliche Regattafeld und es wird nun fast überall hektisch gerefft. Auch der Start wird eine Viertelstunde nach hinten verlegt. Was macht der Onkel denn da? Die Regattabahn aus der Luft, Start bei der DLAG, dann in Richtung FKK-Strand, weiter zur Campingplatzkneipe und dann zurück zum Strand neben der DLAG. Seeleute und Startgirl machen sich bereit. Und die beiden...
Weiter, länger, länger, länger. Und das fünfte Segelkriterium ist gestartet. Udo, was ist mit dir los? Willst du schieben? War das schon der Start? Stark gerefft gehen die Einrumpfboote auf den Parcours. Auch Schirmsegler Jan reizt die Belastungsgrenze des Rigs voll aus. Schuppi hat sein Boot gerade noch rechtzeitig klar bekommen, während für die Munte Boat People das Rennen materialbedingt bereits gelaufen ist. Schade. Schuppi, los! Du hast eine Vorgabe! Angelo, schwarzes M im Segel, räumt das Feld mit seinem Trimaran von hinten auf. Beeindruckender Vergleich der Segelflächen. Axel auf Artemis führt das Feld an. Aber auch das Amazonenteam hält sich wacker. Eng wird es an der ersten Wendemarke für das Mittelfeld. Carsten, was ist da los? Ja, es ist ein schweres Rennen um die Spitze. Unser Schweizer Freund führt. Er kann noch hoch am Wind weiterfahren, während der Verfolger mit den zwei Masten und zwei Auslegern schien der Schnellere zu sein, aber er kommt nicht so hoch an Wind. Dankeschön. Carsten, und so kann man sich täuschen. Der Übermacht der auslegerbewährten Zweimaster des Dresdner Ensembles kann nur mit vortriebserhaltenen Steuerschlägen noch etwas entgegengesetzt werden. Vorteil für den, der ohne Steueranlage fährt. Axel und Eckhardt biegen bereits auf die Zielgerade ein. Dicht gefolgt von Ingo und Stefan. Aber auch im Mittelfeld wird sich nichts geschenkt. Angelo hat sich mit seinem Monster-Rig bereits an die vorderen Plätze herangearbeitet. Aber wird es noch zum Ziel reichen? Auch hier werden vortriebserhaltene Steuerschläge eingesetzt, um zügig dem Ziel näher zu kommen.